Hallöchen Leute, sorry, dass das Video ein bisschen später kommt, als ich es eigentlich vorhatte. Und zwar wollte ich das Video zwar schon im Dezember hochladen, allerdings hatte ich bis dorthin erstens nicht so viel Lust und zweitens die Zeit wegen Schule und so und Zeug, ne? Ich bin ja voll mittendrin jetzt gerade, ne? Hier jetzt im Februar. Gut, ja. Aber ich möchte jetzt eigentlich sagen, wir haben ja jetzt den 12. Februar, zumindest auf meine Uhr. Ich weiß nicht, wann das Video hochgeladen wird. Wahrscheinlich morgen, weil ich es vergessen habe, heute das Video zu machen. Ja, ich habe es mir heute völlig verplant. Ich hatte heute den ganzen Tag Schule. Ja, fast jeden Tag bis 5. Da kommt man schon nicht dazu, Videos zu machen. Ja, ich habe noch eine Info für euch. Und zwar habe ich die Umfrage Yu-Gi-Oh! 2010 versus 2009 beendet. Sieger ist 2010. Nach der Let's Play Pause werden wir also Yu-Gi-Oh! 2010 Let's Playen. Außerdem habe ich noch ein weiteres Let's Play geplant, welches ich allerdings noch nicht verraten möchte. Behalte ich die Fragen noch offen, also lasst euch überraschen. Ja, momentan aktuelle Lage, wir haben noch 137 Tage auf meiner Countdown-Uhr. Link findet ihr übrigens in der Videobeschreibung, falls ihr euch den Countdown anschauen wollt, wann es wieder losgeht. Und ich habe noch was anderes, und zwar, jetzt wollte ich schon Yu-Gi-Oh! Weitermachen, nein, genau, Shogun 2 versus Realm 2. Da habe ich jetzt auch einen Endtermin, also ein Enddatum, bis wann das Voting gehen wird. Ihr könnt noch bis zum... Ich habe noch gar kein Datum festgelegt, irgendwie. Okay, jetzt ist schwer fluffig wieder, aber ich muss jetzt irgendein willkürliches Datum irgendwie auswählen. Moment, ich brauche jetzt irgendwie einen Kalender. Improvisatorisch. Shit. Machen wir Mai, oder? Mai klingt gut. Mai, machen wir den, genau, bis zum 31. Mai 2014 geht das Voting Shogun 2 versus Realm 2. Ja, und, wie es momentan läuft. Momentan läuft es ganz gut bei mir. Zumindest privat, also in der Schule halt bei mir. Ich habe bessere Noten als letztes Jahr, weil ich halt meinen PC, weil ich keine Computerspiele mehr spiele in letzter Zeit. In letzter Zeit, bin ich eigentlich nur auf YouTube unterwegs und schaue mir ein paar Videos an. Und sonst mache ich eigentlich nichts. Ab und zu, wenn ich, also relativ selten, dann gehe ich natürlich zu meinem Bruder und schau mir ein paar, nein, sorry. Dann spiele ich auch ein bisschen EU4, Europa Universalis 4. Recht interessantes Spiel. Ja. Gut, was gibt's noch zu sagen? Ich habe hier einen Geldbeutel. Nee, ich habe hier einen Gameboy. Advance SP. Ist ein bisschen älter, weil Advance SP ist halt so. Und hier spiegelt sich gerade der Bildschirm. Mein Kanal spiegelt sich. Ja, sehr informativ, was ich hier mache. Ich gebe es zu. Soll ich noch irgendwas machen? Irgendwas Witziges? Was Sinnloses? Ja, ich habe hier noch genug Zeit, ne? Wollt ihr vielleicht was Süßes? Ich habe hier was. Hier. Ich habe hier jede Menge. Haribo. Ich gebe euch mal einen, ich lege euch mal einen hin. Hier. Geht wahrscheinlich nicht. Ne, in die Kamera ist schwierig. Soweit ist die Technik leider noch nicht, ne? Morgen halte ich übrigens ein Referat über einen Promi, der momentan im Koma liegt. Ihr fragt euch bestimmt, welcher das wahrscheinlich sein wird. Ein Tipp, er ist siebenfacher Formel-1 Weltmeister. Ja, bevor ich hier weiter Scheiße mache, glaube ich, würde ich vorschlagen, ich beende das Video auch langsam wieder. Und ja, und wir haben jetzt, also ich habe jetzt dreijähriges Let's Play Jubiläum. Und ja, vor einem Jahr haben wir das Kirby Let's Play gemacht. Ja, ich kann es noch mal verlinken, wenn ihr Bock drauf habt, euch das anzuschauen. Hier rechts. Hier würde ich es jetzt setzen, hier muss ich daran denken, nach dem Video.
wenn ich das hochgeladen habe. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann bald wieder. Ich melde mich dann bei Facebook, wann es wieder einen neuen Info-Video-Abschnitt von irgendeinem sinnlosen Let's Player gibt, der gerade eine Let's Play-Pause macht, ne? Ja, also, dann, wir sehen uns.